Leute, es ist 0:50 Uhr. Aufwachen. Hallo. Aufwachen. Assassinen, 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 der rockt den Assassinen. Alrighty, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakespeare Fidget mit mir und Basti auf S41, dem Krassassinen. Und wer hat mir hier diesen Intelligenzkrank reingebammelt? Freiwillige vor? Nee, das könnt ihr natürlich akustisch komplett stornieren. Das ist ja Tagesbonus, also ich brauche den nicht. Aber andere Chars freuen sich darüber. Also von daher passt das. Wir haben auf dem Server möglicherweise ein bisschen was vor. Eigentlich will ich mal gucken, wie weit es reicht. Ich wollte warten, bis ich 284 bin, aber ich habe dann auch überlegt, das wird wahrscheinlich vielleicht sonst noch 2 Tage dauern, wenn ich Pech habe. Und deshalb will ich euch auf die Reise einfach mal mitnehmen. Wir werden uns mal kurzerhand ein bisschen umequippen auf Fighterino-Basis. Denn, oh, ich schon wieder einen Geschickstein bekommen. Und ich habe heute im Laufe des Tages nämlich einen Schatten-Dungeon-Schlüssel bekommen für die Schwarzschädel-Festung. Und wir bestimmt bin ich auch schon auf 300. Also ich kann nicht mehr viel ohne Video machen. Die nordischen Götter haben wir auch bekommen, aber ich glaube, das ist erstmal irrelevant. Kann ich euch gleich noch zeigen. Also, wir haben die Begleiter auch schon auf 283 hochgemacht. Na? Den Bertram das Brot, magischen Mark Wahlberg und die Kundentunte. Die sind also alle richtig hot. Ja, die sind alle dabei. Die wollen jetzt hier versuchen vom Level her an den Poterra wieder ein bisschen ranzukommen. Ja, er hat zuletzt in seinem Livestream geballert, hat den wir aber in meiner Server-Rush, habt ihr es gesehen, besiegt haben. Ihr wollt es mir nicht glauben? Ich zeige euch das, wie das funktioniert. Ja, zack. Kazam, ja. Einfach nur großes Kazam. So, wir können also heute ein paar Dungeons schaffen und wollen im Licht-Dungeon mal anfangen. Und ach, im Dämonenportal bin ich gerade auf 100. Ich glaube, den werde ich nicht auf einmal schaffen. 15% Bonus habe ich schon. Was hat denn der Paul gehabt? Was hat er denn? 14%. Ja, eigentlich. Also ich bin von den Werten her echt da ganz gut dabei. Also er ist halt Demon Hunter und er kann den ganz krassen Versuch machen. Ah, nee, ich warte mal noch. Ich warte mal noch. Wir können hier im Licht Dungeon. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber wir müssten eigentlich was schaffen können noch. Vielleicht nehme ich schon wieder die Spinnen. Ja, die geben zwar nicht viel, aber wir wollen mal hier anfangen. Und ja, das ist halt so ein Dungeon, der gehen kann, wenn ich halt viel ausweiche. Vielleicht haben wir mal einen ganz knappen Versuch, da können wir das sehen. 9,3 Millionen ist schon relativ knapp für Geschick. Also das ist ja nur ein, zweimal weniger oder mehr ausweichen. Und man braucht halt Glück, dass man diesen Versuch halt hat. Jetzt ist es so, dass diese Dungeons weniger Erfahrung geben als Schatten. Deshalb ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn jetzt hier noch kein Versuch dabei ist. Ich kann ruhig ein bisschen spielen. Aber letztendlich ist es vielleicht fast die volle EP eines kompletten 300-Alu-Tages. Und wenn das so wäre, dann sind die Dungeons halt auch wichtig. Obwohl die meines Erachtens nach für den Reward, den man halt kriegt, zu teuer sind. Weil letztendlich, man kriegt ein Epic vielleicht, aber man kann es ja dann noch nicht mal nutzen, weil es zu schlecht ist. Ja, es richtet sich ja immer. Oh! Es richtet sich ja immer nach der Stufe. Okay, Leute, gucken wir uns den mal an. Ja, also ich gucke mir schon gerne die Fights an, die ich gewinne. Das tut mir leid. Also ich ändere da jetzt nicht gleich so durch. Weil man ja auch gucken muss, wie oft ist der Gegner ausgewichen, wie weit bin ich ausgewichen. Und anfänglich fangen die Spenden nur an auszuweichen. Also ich jetzt einmal, zweimal. Hier weicht ja jeder aus, ey. Also sieht jetzt noch nicht nach dem Versuch aus, dass ich den gewinnen würde. Ich muss jetzt ja permanent ausweichen. Also nochmal zweimal. Oh, aber schöne Grits. Dreimal. Oh, Doppelgrits. Viermal. Okay, nice. Schöne Grits. Okay. Ja, also ich bin schon sehr häufig ausgewichen. Okay, es sind doch nur 36 Millionen EP. Das ist ja noch nicht mal. Nee, das ist noch nicht eine 300 Alu.
Ist das wenig und das Epic? Ich hab's euch gesagt, Leute, es bringt einfach mal nichts außer Toilette. Oh Mann. 12% ja, Gold ist jetzt. Da habe ich hier 10%. Ich glaube, wenn ich das mal wegwerfen hier. Oder kann ich das verkaufen? Ich glaube, ich werde es verkaufen. Einfach der 500.000. Es ist einfach zu allem zu schlecht. Ja, das taugt gar nichts. Aber den Bonus nehme ich mal mit, die 12%. Aber ja, also das hat sich tatsächlich jetzt nicht ganz so gelohnt. Was kommt hier als nächstes? Der Oberorg. Das ist eine Stärke gegen das 273. Ich glaube, der kann auch fallen. Und der an 36 Millionen. Wie viel mehr Millionen EP gibt der denn? Huch. Naja, immerhin 48 Millionen, ja. Und Robin Suit. Qualität von Gegenständen plus 2, 53 geschickt. Naja, okay, das ist fast gut. Leider noch nicht gut genug, sagt Knut von Habt Mut. Und wir schmeißen das Ding jetzt mal ganz gewöhnlich möglicherweise in die Katakomben. Ja, was haben wir hier? 316, das ist, glaube ich, schon schlechter als das, was ich hier drin habe, ja. Dann hauen wir das mal in die Toilette. Haben wir Magier mit plus 2 Lebensenergie in Gürtel. Ja, das ist... nee, oder? Ja. Ausdauer. Wir brauchen ja Damage eigentlich, ne? Ich müsste einen Endstein reinhimmeln. Aber vielleicht kriege ich ja nochmal einen Endstein. Ich nehme es mal mit, das Ding, weil es ist halt ein besseres Epic und dann kann das ja weg und dann... Ja, freuen wir uns. Da freuen wir uns auch mal, wenn wir mal was Neues kriegen. Und das, ja, kann ich auch bald dann in die Toilette hauen. Okay, schön. Gut, sind wir bei Hämorrhoide schon weitergekommen. Besok ist ein Geschickgegner, 289er Stufe. Klar, die sind auf jeden Fall besser. Theoretisch kann der, glaube ich, auch noch fallen. Wenn auch sehr schlecht. Ich gebe ein paar Versuche. Ja, wir müssen ja überall reinschauen. Aber wenn es jetzt halt nicht ist, dann ist es nicht. Pah. So. Aber ich muss mal sagen, Leute, es bringt auch was, mal ein, zwei Tage wirklich nicht viel zu machen. Also bis auf dem Mondportal und halt normales, ich verwechsel jetzt immer, bis auf Wirbelsturm und dem Mondportal habe ich halt nichts gemacht. Und einfach nur ein bisschen geskillt und halt nochmal ein, zwei Steine verbessert, ja. Also auch mal entspannt, das bringt was. Auch gerade im High-Level-Bereich, weil, ich sag mal... Hätte ich die Dungeons, die ich jetzt gerade gemacht habe, vorher machen wollen, hätte ich sicherlich mehr Pilze ausgeben müssen. Und das könnte jetzt aber so ein Dungeon sein, wo, ja, es schwierig ist. Die Sache ist, wenn ich jetzt hier ein Epic kriege, könnte es mir was bringen. Und natürlich wäre eine Waffe immer gerne gesehen, aber, ja, ich gebe noch 15 Versuche erstmal. Das ist dann ein bisschen zu happig, I believe. Ja, da ist noch gar kein ganz krasser Ausreißer dabei gewesen. Hey, man muss es. Also ja, rocken, ja, aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Aber gut, das ist ja nur der eine Dungeon. Wie sieht es beim Olymp aus mit den singenden Sirenen? Also ich bin jetzt ja schon ein bisschen besser geworden. Wobei das Endgegner sind, vielleicht klappen die nach dem Level-Up besser. Ja, 7 Millionen, das sind 2 Crits vielleicht. Ein Crit. Gucken wir uns mal so einen Versuch an. Ich muss ja schnell schauen, gibt es bei der Hexe eigentlich was Neues? Guck mal. Okay, nee, gibt's noch nichts Neues, aber wow, ich habe gerade Angst gehabt, dass meine Waffe nicht verzaubert war. Also schauen wir uns mal so einen Kampf an. Das Problem ist halt das extreme Leben, ne, von denen. Oh, das ist es. Also leicht ist es nicht. Das ist Stufe... Oh, 2,6 Millionen, gerade sage ich's. Oh. Hammer. Okay, den müssen wir uns anschauen. Wie sah es denn hier aus? Da müssen ja viele Crits gefallen sein bei mir. Doppelcrit. Schön. Aber wir haben ja nicht wenig Glück. Okay, das war kein... Aber bisher ist die Sirene noch gar nicht gekrittet. Boah, das war ein... Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Also, oh, da habe ich wirklich ein bisschen Glück gehabt. Also, die Sirenen haben nicht ein einziges Mal gekrittet. Das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen. Also, das, also, ja. Ne, da haben die gesagt, boah, also, ich hätte gern ein Auto.
Also, dass ihr mir mal ja, deinen Namen so auf die Karte schreibt, ne? Also, ja, hab ich gemacht. Ich habe ihnen meinen Stempel aufgedrückt, sozusagen. Und das ist ein... Was? Hab ich gerade so... Ah ja, das war ja wieder Stufe 210er. Das braucht ja wieder keiner. Ja. Okay, kein gutes Epic bekommen. Leider bei den wichtigen Dungeons. Jetzt bin ich überlegen, ob ich einen der Geschicksteine einfach mal... Boah. Einsetze. Ja, wo er vielleicht Sinn ergibt. Zwei Stärkesteine habe ich ja schon im Portfolio. Aber ich habe hier einen 388er und hier zum Beispiel nur einen 360er drin. Boah, das sind zwei. Warum sollen wir die Werte nicht mitnehmen? Ne? Wäre ja Quatsch, wenn nicht. Und da habe ich noch Platz im Inventar und wir können schön Epics ins Klo werfen. Ja, also das passt. Was passiert denn nach den Serien? Da kommt der Polyphem, ein Zyklop. Stärke gegen dann 240. Da geht es aber gleich nach oben. Die Frage ist halt, ja, wie oft können wir jetzt hier sinnvoll ausweichen? $82 Millionen, also... Ich meine, wenn ihr jetzt so einen 30 Millionen oder so Versuch hätte gleich, dann wäre das ganz geil. Sure. Nee. Uff, neuer Dungeon und dann ballern die gleich sowas rein, ey. Von der Stufe, das lohnt sich einfach nicht, es lohnt sich nicht. Nimmt mich beim Worte, es lohnt sich nicht. Okay, dann gucken wir mal bei A von Tuttle. Wir hatten ja die Spinnen beim Hämorrhoidor. Ich glaube, dass der Dungeon ähnlich stark ist. Also den sollte man fällen können. Und der hat Stufe 272 immerhin. Das bringt mehr Glück. Das bringt mehr. Der müsste fallen. Bin mir ziemlich sicher, dass der fallen kann. 9,4 Millionen. Ja, Geschick. Ihr wisst es. Ja, vielleicht ist er zweimal mehr ausgewichen, als er soll. 4 Millionen. Aber warum heißt der A von Tuttle? Er heißt doch Aragog oder Aragog bei Harry Potter. Wieso heißt der A von Tuttle? Das Einzige, wovon er noch mehr hat als Beine. Nachkommen. Ist das irgendwas von... Soll das was mit Nadel? Nee. Nee, Quatsch. Das liegt der Text bezieht sich nicht auf den Namen, sondern auf die... Auf die Spinne selber, weil er ja der König der Spinnen ist, ja, bei Harry Potter. Und der die ganzen vielen kleinen und mittelgroßen Spinnen ja um sich schart, also hat immer ein bisschen was von Eric Attack. Aber wieso, was ist das mit dem Tuttle? Das werde ich wohl nie wissen. Meine Haare übrigens, ne, die stehen geil. 7.45 Uhr am Dienstag habe ich meinen Friseurtermin vor der Arbeit, ey. Habe ich noch, ich war noch nie vor der Arbeit beim Friseur, also Corona... Ist extrem, jawohl, nice und schön, das war natürlich ein Level-Up. Warum habe ich das Reward jetzt immer weggeklickt? Also ich will jetzt mir den Versuch nicht angucken. Ich will mal gucken, was ich gewonnen habe. Auch nur 47 Millionen, ey. Bruder. 349 nur, das ist Epic. Was? Ach Mann, ey. Das bringt nix. Das bringt nix. Das bringt mir alles nichts. Okay, das können wir machen, aber das Ding ist halt. Ich muss irgendwas wegschmeißen mittlerweile. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Ich komme einfach nicht. Ich komme einfach nicht dahinter, ne? Weil das Epic eigentlich geiler ist als das hier, würde ich sagen. Dann nehmen wir das mal, holen uns den. Ja, warte mal, was ist das für ein Stein? 359. Ah, okay, da kann ich natürlich den erstmal reinnehmen. Boah, da freut sich die Kundentunde und wir haben noch ein Level-Up und das ist wichtig.
weil Schatten-Dungeons und so, ne, würde ich mal sagen. Kommen wir hier noch ein zweiter Locke, der Schwindler, ja, das ist Gilderoy Lockwood. Ja, da macht der Name schon wieder Sinn, weil er ja auch ein Schwindler ist. Das ist ein Intelligenzgegner, okay. Ich glaube, meine Ambitionen, den Dungeon zu schlagen, haben sich damit gleich mal halbiert, ja. Den auf die Hälfte des Lebens zu kriegen. Okay, nee, das können wir schon lassen. Das ist, ja, 20 Millionen ziehe ich ab. Das ist nicht denkbar. Dazu mache ich zu wenig Damage einfach. Okay, können wir hier schon weitergehen. Nordische Götter bei Kyren. Das ist auch wieder ein 240er und Intelligenzgegner. War die Frage, ob wir den vielleicht doch schaffen können, aber 8 Millionen, okay. Das ist ja so ein komischer Hybrid-Char, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kampfmagier ist, es ja nicht, aber ich weiß nicht, was das so richtig jetzt für eine Angriffsklasse ist. Er kann auf jeden Fall blocken, also müsste es ja ein Krieger sein, aber hat halt mega viel Int, ja. Geschick, also als Magier den jetzt anzugreifen, das wäre doch Todes, ey. Die Def ist ja so krass. Oh, 3,5 Millionen, der kann aber fallen, ne? Augen zu und durch ist die Devise. Ich werde nur langsam a little bit müde und das schlägt sich mal auf die Augen. Mag ich nicht. Aber ja, das ist ganz geil. Das läuft. Schauen wir mal, ein Crit. Weiche ich hier aus überhaupt? Das ist die Frage. Ja, muss ich ja. Okay, gut. Och, krass. Das wäre auch krass gewesen. Okay, Doppelcrit, schön. Wieder ein schöner Doppelcrit und ausgewichen. Oh, oh, toll. Zwei Doppelcrits, zweimal ausgewichen. Diese Kombi ist Schmackofazzo, ja. Schön. Mit 500.000 HP hat er verloren. Das heißt, ja, wäre es kein Crit gewesen, hätte er mich jetzt hier klären können. Ja, dann wäre der Versuch nicht geglückt. Ja, das ist auch mal eine Sache, die ich auch mal nehme für den Schmiedi-Schmied. So, dann sind wir ja hier auch eine Stufe weitergekommen. Jetzt kommt Hela. Oh, cool. Tor 3 auf jeden Fall. Cooler. Verursacht Feuerschaden, widersteht Feuerangriffen. Okay, also Element Feuer haben wir hier. Also es wechselt sich anscheinend auch ab. Ich meine mal gehört zu haben, dass Blitz trotzdem am meisten da ist. Das ist natürlich doof. Ich habe jetzt nicht geguckt, was bei den Valkyren ist, aber tatsächlich habe ich hier ja, Widerstand gegen Blitze und Blitzschaden, ne? Also, ja. Also ich habe kein Element Schutz bei Hela. Und das ist auch noch ein Intelligenzgegner. Zwei. Können wir lassen. Können wir lassen, was macht denn, ah ne, warte mal, ach, das war auch in, was ist mit dem Blitz, der war halt Blitz, ne, also müsste der ja eher anfallen, theoretisch, aber irgendwie hat der so viel Leben, ja, weiß ich nicht, ich lasse die beide mal offen, bei Osterus hat man die rote Blindschleiche, boah, also Intelligenzgegner mit weniger Leben, aber halt, na, wissen, wie viel Hits ich aushalte, wenn er nicht crittet. Alter, wie viel Glück hat denn der? Und auch ohne Crit macht er 7 Millionen Damage. Da halte ich doch nichts aus gegen den. Kann zwei Crits überlegen, mache aber natürlich nicht einen einzigen bei dieser minimalen Glücksrate. Der kann nicht fallen. Also das ist ja hart, das ist ja... Ich würde ja sagen, dass das noch der stärkste von den Dungeons ist, die ich hier offen habe. Also, Bruder, ey, das ist hart. Das ist wirklich, 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 wirklich hart, sage ich euch. Aber in einem weiteren Part seht ihr, wie ich jetzt dann in die Schatten-Dungeons gehe. Und das wird, glaube ich, vom Level her dann nochmal ein bisschen lukrativer werden. Also, Paul, zieh dich warm an. Und ich hoffe nicht, dass du dazwischen jetzt plötzlich wieder irgendwelche Level machst und ich dann wieder dumm dastehe. Das war's dann erstmal von mir. Bis zum Teil 2. Haut rein, macht ihr Tschüss und Servus, euer Basti.